Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Trenchcoat-Talkers. Mein Name ist der wunderbare Hendrian. Hallo Hendrian. Trenchcoat-Talkers, Dingelingeling. Oh Gott, ich hab Angst. Wir machen weiter mit unserer Krankenhaus-Extravaganza Unterhaltungsshow. Hallo Armin. Hallo Armin. Das wird super. Wir machen das jetzt so lange, bis du aus reiner Verzweiflung aus dem Krankenhaus wiederkommst. Genau. Bis du gesund wirst aus lauter Angst, dass wir weitere Folgen machen. Hendrian, wir haben uns in der letzten Folge über Yoga unterhalten. Oh, Yoga ist super. Deshalb die Frage, wie stehst du zu Sport? Ich liebe Yoga. Nee, echt jetzt, ohne Scheiß. Yoga ganz großartig gegen Rückenschmerzen. Okay. Wirkt bei mir echt ganz gut. Bei meinem letzten Hexenschuss habe ich das mal probiert und das hat wirklich Linderung gebracht. Insofern, ja, ich finde es albern, aber der reine sportliche Anteil daran ist durchaus in Ordnung. Also, wenn man diesen ganzen Kolonialismus huppi-fluppi drumherum weglässt, ist das total geil. Reden wir von Yoga-Yoga oder reden wir von Pilates? Relativ nah dran ist. Yoga-Yoga-Zeug, sie. Mhm. Pilates nochmal ganz andere Sache. Wieso gut? Also von der Grundidee her. Ich habe zu wenig davon getan, um es mit dem persönlichen Siegel des Hendrik auszeichnen zu können, aber ja. Ansonsten, Sport, sehr, sehr schwieriges Konzept. Mhm. Hilft gefühlt gegen nix, aber anderen Leuten macht das Spaß, also versucht man es halt auch mal. Ist ein bisschen wie Heroin. hast du da auch, also ich krieg ja alle halbe Jahre, vor allem so im Hochsommer, also genau jetzt um diese Zeit, okay, kriege ich ja meinen Anfall, wo ich denke, ich muss jetzt Sport machen. Mhm. Das haben wir ja in der letzten Folge schon thematisiert, so gelegentliche Blitze im Hirn. Mhm. Das Problem ist, ich kann das ja mit der Mäßigung nicht. Mhm. Das heißt, ich mache dann 2 Wochen lang Kraftsport oder irgendwas anderes. Zum Beispiel Pilates habe ich sehr viel gemacht. Mhm. Also soweit es halt im Rahmen meiner Möglichkeiten technisch geht. Klar. Aber ich mache das dann halt nicht so 5 Minuten, 10 Minuten alle 2 Tage, sondern ich mache das dann halt eine halbe Stunde oder eine Stunde jeden Tag. Mhm, und dann dauert es ungefähr 3 Wochen und dann habe ich eine Rippenfellentzündung und danach sind meine sportlichen Ambitionen wieder vorbei fürs nächste halbe Jahr. Okay. Du kommst gar nicht in diesen Motivationsstatus. Ich wollte gerade sagen, meine Herangehensweise ist eine andere. Mhm. Ich habe durchaus auch so Momente, wo ich mir denke, ach ja, komm, wenn das alle machen, irgendwas wird schon dran sein, probierst es auch mal. Meistens verliere ich nach wenigen Augenblicken die Motivation. Mhm. Dieses ganze Sportding ist bei mir immer eher Mittel zum Zweck. Also dieser ja, Mann, das macht voll Spaß, ich möchte mehr davon. Mhm. Moment, blieb in 90% der Fälle aus. Bei mir tatsächlich auch, ja. Also Fahrradfahren zum Beispiel ist für mich ja auch so ein reines Ding, um auf Arbeit zu kommen. Mhm. Ja, natürlich. Ich meine, ich habe direkt den Wald vor der Tür. Es gibt hier ein paar echt schöne Ecken. Mhm. Dass man da mal eben hinradeln kann, ist echt praktisch. Mhm. Vor allem, wenn du kein Auto hast. Und ja, natürlich macht es dann auch mal Spaß, durch den Wald zu heizen und einen Fuchs zu überfahren. Aber es ist nicht dieses, ja geil, oh, ich habe mich voll ausgepowert. Sondern mehr so ein, ja geil, du bist jetzt am Flughafen, kannst ein geiles Schnitzel essen. Nicht der Akt, Sport zu machen an sich, der mich freut, sondern eher dieser, ja, ich bin woanders hingekommen, Moment, der mich freut. Oder, dass man was Schönes sieht derweil, oder, ne, sowas. Oder ganz profan den Fahrtwind im Gesicht spürt.
Ja. Bei mir ist halt das Problem, ich bin ja im Kern meines Herzens ein zutiefst kompetitiver Mensch. Mhm. Und ich habe ja auch immer das Problem, dass ich versuche, mich mit den 2-Meter-Kerlen meiner Familie zu messen. Mhm. Was natürlich nicht von Erfolg gekrönt ist, aus Gründen. Was aber mein Hirn bis jetzt noch nie davon abgehalten hat, sich davon beeindrucken zu lassen. Was dann dazu führt, dass irgendjemand irgendwelchen Sport macht und ich mir dann denke, das hat zu gehen. So. Und dann mache ich halt meine, gut, mittlerweile nicht mehr, aber zu Schulzeiten habe ich meine 100 Liegestütze geschafft und zwar ohne zu drücken. Mhm. Dass ich das dann allerdings auf lange Sicht bitter bezahle, kommt dann halt in dem Moment im Hirn nicht an. Ja, ja. Und deswegen wäre zum Beispiel so Sachen wie, was weiß ich, hier Strava und also klar, Fahrradfahren fällt bei mir eh aus und laufen gehen, aber das wäre für mich der absolute Tod. Ich würde nur aus Trotz hunderte Kilometer laufen, nur damit ich gewonnen habe. Aber dieser Erfolgspunkt von, hey geil, ich bin jetzt in diesem Runners High oder irgendwas, ich halte das für einen absoluten Mythos. Ich habe das auch noch nie erlebt. Ich wollte immer während der gesamten Dauer sterben. Gut, das ist mein Naturzustand, das ist ein anderes Thema, aber ich habe mir immer gedacht, okay, aber ich bin besser als du, Made. Das ist eigentlich die einzige Motivation, die ich habe und brauche. Nee, dieser Wettkampfgedanke, der fehlt bei mir irgendwie sehr. Außer bei Dingen, in denen ich gut bin. Deshalb, ich freue mich schon auf das große Kochduell. Mhm. Ich bin gespannt. Ich denke, ich habe durchaus Chancen. Wer sind denn die Konkurrenten? Also, alles noch nicht ganz fertig durchdacht und noch nicht hundertprozentig spruchreif, aber im Moment sieht es so aus wie Ralf und ich gegen Akadi und Ramonster. Oh, das wird gut. Mhm. Ich bin gespannt. Ich möchte gerne auf jeden Fall in der Jury sitzen. Dann musst du aus Potsdam kommen nächstes Jahr. Das bringen wir hin. Ausgezeichnet. Was hast du denn in deinem Leben so an Sportdingen versucht? Lass mich mal so. Also klar, ne, Fahrradfahren schon irgendwie immer und läuft immer nebenher mit. Ich war eine Zeit lang regelmäßigst schwimmen. Mhm. Auch was, wo ich nicht schlecht drin bin, aber einfach keinen Spaß dran habe, das als Sport zu betreiben. Mhm. Also als Überlebensstrategie sehe ich es ein, als Sport ist es irgendwie. Windsurfen, Billard und ich sag bewusst Billard, weil wir haben das wirklich auf einem Niveau betrieben, das über Kneipenniveau weit hinausgeht. Mhm. Ja, ich glaube auch Schießen wird mir Spaß machen. Mhm. Diese ganzen Laufsachen fallen bei mir generell aus wegen kaputten Beinen, kaputte Knie. Mhm. Das habe ich mal probiert. Ich habe einen Kilometer geschafft und hatte danach ein halbes Jahr lang Schmerzen in den Beinen. Mhm. Und habe mir dann gedacht, nee, komm. Nee, lass. Mhm. Mach du einfach Sachen, die du kannst. Dann habe ich wieder weitergekocht. Ich glaube, deine Variante ist auf jeden Fall die sinnvollere. Nicht unbedingt die gesündere, aber die sinnvollere. Richtig. So Ballsportarten finde ich auch meistens hochgradig albern. Mhm. Das Einzige, was mir auch beim Schulsport immer echt Spaß gemacht hat, war Football. Okay. Was auch einfach daran liegt, das ist eine Sportart, wo du halt auch mit höherem Körpergewicht durchaus
mitspielen kannst, beziehungsweise wo das von Vorteil sein kann, nachdem welche Position du halt spielst. Ja. Ja. Das ist so mein... Ich glaube, ich hab bestimmt irgendwas vergessen. Ja, also in meiner Jugend war ich regelmäßig Kart fahren. Mhm. Das fand ich auch ganz geil. Aber ich mag halt auch Autofahren, ne? Ja, ich bin ja aus Gründen relativ begrenzt in der Auswahl meiner Möglichkeiten. Mhm. Aber zum Beispiel diesen ganzen Calisthenics-Quatsch, also was wirklich fast ausschließlich mit Eigengewicht arbeitet, das hat tatsächlich mir auch immer Spaß gemacht. Ja. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich halt verhältnismäßig gut darin war, einfach aufgrund der Tatsache sehr wenig Eigengewicht, sehr lange Arme und damit sehr guter Hebel. Mhm. Also hier zum Beispiel mit zwei so Griffstangen mit gestreckten Beinen sich hochdrücken oder sowas. Ja, ja. Das kann ich absolut ohne Probleme. Also das ist halt für mich überhaupt keiner. Und alles, was halt irgendwie übers Kreuz geht, aus den Schultern, aus den Armen und so weiter, das ist halt bei mir. Ja. Na, also da brauche ich mich nicht mal aufwärmen. Aber das Problem halt an der Sache ist, ich mag es wahnsinnig gerne, dieses Gefühl danach, dass du gefühlt doppelt so breit bist, wie du vorher warst. Mhm. Das ist halt das Geile am Kraftsport. Das stimmt, ja. Das Problem ist aber, ich werde dann halt tatsächlich doppelt so breit, wie ich eigentlich bin. Und meine Muskeln sind halt nicht da, wo sie bei normalen Menschen hingehören. Mhm. Weshalb es dann ungefähr auch wieder 2 Wochen dauert, bis die Physiotherapie zu mir kommt und sagt, hey, dieser Muskel, der da an deiner Wirbelsäule lang geht, ich bin mir sehr sicher, das sollte nicht so 10 cm als Wulst über deinen Rücken quer verlaufen. Vor allem nicht quer, also vor allem nicht diagonal. Du solltest jetzt lieber wieder aufhören. Das ist dann der Moment, wo ich wieder frustriert bin. Ja, ja. So, und dann kommt ja aber noch dazu, ich kann ja, wie gesagt, keine Dinge halt machen. Mhm. Denke ich ja wieder für diese 2 Wochen im Jahr. Hm. Also eigentlich müsstest du ja jetzt mit Rauchen aufhören. Eigentlich müsstest du ja jetzt mit Ernährungsumstellungen machen. So Proteinpudding, Eiweißshakes. Dann merke ich nach 2 Wochen, dass mich das alles ankotzt. Ja. Ich würde so gerne wirklich Sport machen, sinnvoll. Hm? Aber ich habe einfach nicht die Selbstdisziplin, das in einem Maßstab zu machen, an dem ich nicht kaputt gehe. Das ist nicht drin. Ach ja. Gehirne sind was Tolles. Jeder sollte eins haben. Ja. Oh, Billard spielen ist natürlich eine Hervorragende. Billard spielen ist der einzige Sport, den ich in meinem Leben immer nur betrieben habe, um aktiv zu verlieren. Ja, das war mal hervorragend, wenn du so eine Ausrede brauchtest für keine Ahnung, wenn ich jetzt verliere, muss ich halt mit dir schlafen. Es tut mir schrecklich leid. Oder irgendwie so also man wollte mit Absicht verlieren. Dann habe ich immer Billard gespielt. Oder natürlich einfach nur so zum Bier trinken und Quatsch machen mit Kumpels. Das ist was anderes. Aber ansonsten mache ich diesen Quatsch, um zu gewinnen. Aus Prinzip schon. Ach, ach, ach. Gut, das heißt, Yoga-Studio werden wir keins aufmachen. Es kommt drauf an, darf ich nach Leuten mit Qigong-Kugeln werfen? Anja! Schützengraben-Yoga, sagst du? Genau! Was ich mir tatsächlich gerne, wirklich mal gerne ausprobieren würde, ist dieser ganze meditative Kampfsport-Quatsch. Also dieses sterbende Kranich und was weiß ich was. Ist halt einfach aber wahrscheinlich nicht drin, weil du brauchst halt Beine. Da hört es schon auf. Aber, ach ja, apropos Beine, wir waren ja baden. Ich weiß nicht, ob du da vor uns schon da warst, wo wir darüber gesprochen haben. Nein. Wir waren mit der Gästin waren wir baden. Okay.
Erst in einer dieser Badeanstalten, oder was? Ja, genau. Was ich nicht bedacht habe, es war Wochenende. Mhm. Was ich außerdem nicht bedacht habe, es waren Ferien. Oh. Hervorragend kluge Idee meinerseits. Es war trotzdem sehr amüsant. Okay. Also ich habe wahnsinnig viele Leute wahnsinnig verstört durch versteckte und wieder auftauchende Körperteile. Also es sind mehrere Kinder entweder über Badelatschen gefallen oder gegen Wände gelaufen, weil plötzlich ein Bein wieder auftauchte, wo vorher keins war. Okay. Und dann hatte ich innerhalb von wenigen Minuten eine Traube aus Kindern um mich herum, die sich auch nach einer halben Stunde nicht darüber einig waren, was ich jetzt genau bin. Die sich aber auch nicht getraut haben, mich zu fragen, sonst hätte ich Antworten gegeben. Ja. Aber es war sehr unterhaltsam. Also, ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei der Gästin entschuldigen. Man hat das ja, also ich kenne das ja, mich hebt das auch nicht mehr an. Ja. Ich nehme das wahr, aber, ne? Aber ich kann mir ungefähr vorstellen, wie verstörend das ist, wenn du das erste Mal erlebst, wie sich plötzlich um so einen Menschen eine Kindertraube bildet, die aber auch nicht mehr verschwindet. Also die sind dann wirklich eine halbe Stunde lang hinter uns her. Okay. Das war spannend. Wie stehst du zum Konzept der Kinderkreuzzüge? Ich brauche einen Dudelsack und ich bin dabei. Also. Ausgezeichnet. Ach, ach, ach. Ja, und dann war da ja ein lustiges Wellenbad. Also so mit künstlichen Wellen gedöhnt. Voll gutes Konzept. Nicht gut geeignet für sehr dumme Delas. Ich kann ja nicht, also ich kann im Wasser stehen, das ist nicht das Problem. Aber ich habe ja auch nicht wirklich so viel Körpergewicht und Balance und Gleichgewicht sehr, sehr kompliziert. Du bist also mehr so der Spielball der Elemente, willst du mir sagen. Gewissermaßen. Jetzt dachte ich bin klug und hatte meine Poolnudeln mit. Das war keine kluge Idee. Weil ich war dann auf einer Höhe, wo ich theoretisch hätte stehen können. Aber sobald die Welle kam, hat die Poolnudel mich natürlich nach oben gehoben. Na klar. Weil Physik ist ein Problem. Ja, ich wurde dann aber letzten Endes von einem Jonas gerettet. Also es gab keine Tragödie. Aber es war mal kurzzeitig ein bisschen spannend. Also, ach, dann, ach, ach. Aber es war ein witziges Erlebnis. Oh Mann, ja, aber so schwimmen und so, das ist halt voll geil. Also das mache ich halt auch echt gern. Ich habe halt nur das Problem, ich kann kein Brustschwimmen, weil auch da Anatomie einer Bleiende. Ja. Aber zum Beispiel Rückenschwimmen und so kann ich hervorragend. Okay. Also ich glaube, ich schwimme beim Rückenschwimmen schneller als Jonas mit Brustschwimmen. Okay. Aber auch da kein Eigengewicht und sehr lange Arme. Dadurch sehr große Verdrängung. Schwimmst du nur aus Wettkampfgründen schneller als der Jonas? Nee, ich habe da tatsächlich keine. Also ich könnte auch nicht in einer geraden Bahn schwimmen. Liegt aber auch daran, der Körper ist schief, dadurch schwimmst du automatisch eine Kurve. Auch da. Was praktisch ist, du schwimmst immer im Kreis, du verschwimmst dich nicht. Genau. Ja. Aber ich glaube, und das ist was ich auch lange nicht verstanden habe, der Normalmensch schwimmt ja mit den Beinen quasi so. Na? Der Normalmensch macht beim Brustschwimmen den Frosch, genau. Genau, so. Und das funktioniert aber bei mir nicht. Ja. Aber nicht, also, ich könnte das nicht mal, wenn ich wollte. Aber ich mache das auch nicht mit Absicht nicht. Sondern ich denke, das ist diese Bewegung, die ich tue. Ich tue aber eine komplett andere. Weil bei mir knicken ja die Beine ab den Knien so nach innen. Ja. Und die Füße sowieso. Ja. Das heißt, ich bin im Prinzip beim Schwimmen ein Schaufelraddampfer. Du machst die Ente quasi. Ich mach, also, na, Ente ist ja eher auf und ab. Ich habe eine in sich rotierende. Ah, okay. So wirklich wie ein Schaufelraddampfer auf der Elbe. Und dadurch habe ich wahrscheinlich in Kombination mit den langen Armen eine wahnsinnige Wasserverdrängung, wodurch ich halt auch entsprechende Geschwindigkeiten erreiche.
Also Schwimmen ist eine coole Sache. Schwimmen fetzt. Und ich bin bis heute noch böse, weil Schulschwimmen. Konzept schwierig, aber finde ich ja grundsätzlich gut, dass es das gibt. Hm? Und dann konnte man ja bei uns hier Seepferdchen und Quatsch und Abzeichen und Jöns. Und ich war in allem gut. Ich konnte schwimmen, ich konnte tauchen vernünftig. Ich habe auch nur den Puck immer rausgeholt. Aber um dieses blöde Abzeichen zu kriegen, hätte ich vom 1-Meter-Turm springen müssen. Mhm. Danke. Das ist genau dasselbe Betrug wie mit dem scheiß Fahrradabzeichen. Nur weil ich Stützräder hatte, durfte ich das dumme Fahrradführerschein-Dings nicht kriegen. Tröste dich, ich hab's auch nicht. Ich bin durchgefallen durch die Prüfung. Okay. Durch die theoretische oder durch die praktische? Durch die praktische. Okay, ich hab dich gern. Nein, ich hab alles nicht, wenn man einfach sehr gut zielen kann. Ach, ach. Hast du denn den Führerschein im ersten Schwung geschafft? Na, das auf jeden Fall. Dann siehst du, mehr Fragen gibt's doch gar nicht. Ich bin mir zwar sicher, dass das einer der Momente war, wo ich viel mehr Glück als Verstand hat. Und das will was heißen. Ich habe viel Verstand. Ich habe der Polizei die Vorfahrt genommen und der Prüfer ist mit dem Kopf mehrmals gegen die Decke geschlagen. Und hat es vergessen währenddessen. Wahrscheinlich. Ja, du. Die Hungerschütterung ist ein Service. Ich fuhr langsam auf die Bodenwelle zu. Er sagte, hier ist 30, also fahren Sie gefährlichst auch 30. Okay. Kein Problem. Und ich konnte erfolgreich rausargumentieren, dass es wirklich so aussah, als hätte die Polizei mir Lichthupe gegeben, dass ich da rausfahren darf. Gut, dass ich ein Stoppschild hatte und nicht angehalten hatte, war die andere Sache. Aber sowohl mein als auch die Argumentation des Fahrlehrers waren wohl ausreichend. Okay. Oder seine Kopfschmerzen, ich bin nicht sicher. Nein, aber was mich daran so geärgert hat, ich habe ja wirklich die Prüfung und alles bestanden und allen Blödsinn. Und das war auf dem großen Schießplatz im ekligsten, widerlichsten Scheißherbst, den wir hatten. Mhm. Es hat den ganzen Tag geregnet, es war den ganzen Tag schweinekalt, es war eklig. Und ich habe wie ein Mann auf diesem blöden Schießplatz dort rumgeradelt. Und am Ende kriege ich diesen dummen Schein nicht, weil ich Stützräder hatte. Das fand ich so gemein und da war ich vielleicht 7 Jahre alt. Aber das ist auch wieder so eine Beleidigung, die habe ich nie vergessen. Oh Mann. Aber meine Fahrradfahrkarriere war sowieso sehr kurz. Fahrradfahren ist echt schwierig, wenn du ein langes und ein kurzes Bein hast. Das kannst du dir... Ja, okay. Und ja. Ich rede nicht von 2 cm, ich rede von 15 cm. Mhm. Ja, ja. Und der Witz ist, das vergisst man. Ich habe dann vor ein paar Jahren wieder mit dem Hometrainer angefangen. Ich habe ja so ein Handfahrrad-Ding, sie. Und dachte mir, ja, gut, kann ja nicht so das Problem sein. Legst dich halt davor, tust die Beine da rein und fährst Rad. Im Liegen. Ich habe, ohne Scheiß, mindestens eine Woche gebraucht, bis ich verstanden habe, warum es nicht funktioniert. Mhm. Es funktioniert nicht, weil das eine Bein einfach in die Luft tritt. Ja, ja. Aber da kommst du dir vor wie ein Idiot, dass du das mal raus hast. Bin dann irgendwann dazu übergegangen, quasi die Seiten zu wechseln, also immer mit einem Bein Fahrrad zu fahren und das andere daneben zu legen. Mhm. Aber das ist halt auch nicht so eine Übung. Das ist richtig. Wie sieht's denn mit deiner Geduld für Ausdauersport aus? Auch da wieder, Laufen fällt flach. Schwimmen gerne. Fahrradfahren, ja, wenn ich ein Ziel habe. Aber nicht des Sports wegen, sondern wie gesagt, ne, des Ausflugs wegen. Also du könntest dich nicht auf einen Hometrainer setzen? Nee. Nee, ich glaube, das wäre... Das fällt für mich in die gleiche Kategorie wie Serien gucken. Mhm. Da ist mir meine Zeit zu schade für. Ja. Wenn ich dabei was Sinnvolles tun könnte, wie zum Beispiel, ich würde meinen Schreibtischstuhl durch einen Hometrainer ersetzen, könnte nebenher coden oder Jitsi oder was weiß ich, ne? Ja.
dass man auch was Sinnvolles dabei tut, aber doch nicht Sport und des Sports willen. Oder, und wenn das nur ein Dynamo wäre, der mir den Strom für meine Powerbank erzeugt. Auch damit könnte ich leben. Okay, das ist ja. Auch ja. Okay. Aber auch da kommt wieder der Punkt, das ist eine Verschwendung meiner Lebenszeit und ich verstehe nicht, warum ich das tue. Sagen ja alle, das verlängert dein Leben um so und so viele Jahre. Na toll. Ja, aber dieselbe Zeit habe ich halt auch auf diesem beschissenen Hundetrainer gesessen. Also, ja, nun, ach. Nee. Nee, da fehlt mir irgendwie der Bezug. Aber gut. Golf habe ich mal probiert. Unfreiwillig. Richtiges Golf oder Minigolf? Nee, richtiges. Unfreiwillig, genau. Meine Mutter hat drauf bestanden. Auch da, ich war zumindest scheinbar gar nicht schlecht. Aber es macht einfach nicht so Spaß. Es ist interessant, wenn du auf bewegliche Ziele schießt, aber nur einen Ball in ein Loch zu kegeln, nee. Boah, kegeln hätte ich mal wieder Bock drauf. Wir haben ja zumindest eine Bowlingbahn. Ist das dasselbe gefühlt? Keine Ahnung, ich war noch nie bowlen. Dass es sportlich nicht dasselbe ist, weiß ich, aber gefühlt? Kann ich nicht mitreden. Wie gesagt, Bowling noch nie ausprobiert. Also ich glaube, die Kugeln sind größer und schwerer und das ist auch schon der ganze Zauber, oder? Aber und egal. Kegelkugeln haben keine Löcher. Genau. Zumindest neue Kegelkugeln haben keine Löcher. Dart habe ich, glaube ich, genau zweimal in meinem Leben gespielt. Das eine Mal beim ersten Date mit der Dame. Und das andere Mal, glaube ich, noch zu Schulzeiten. Irgendwann mal. Ja. Nee, also da ist so Sachen mit Hand-Auge-Koordination, da ist schon vorbei, denke ich auch das. Ja, nee, ist auch nicht so. Also mal ausprobiert und für... Wäre es nicht für die Dame gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Ja. Wobei Schießen lustigerweise geht besser. Also Hand-Auge-Koordination ist ja auch schwierig. Schießen ja. Geht aber. Ja. Das macht Spaß. Ach ja. Naja gut, also aus uns werden keine Sportler mehr. Das ist sehr bedauerlich. Nee, Sportkommentator fände ich ganz gut, glaube ich. Ich würde gerne Fußballkommentator können. Ich stelle mir zwar vor, dass wenn ich ein Fußballspiel kommentiere, das durchaus einen anderen Reiz hätte als der gewohnte. Nein, aber ich glaube, du bist der geborene Snooker-Kommentator. Das ist ja auch der beste Sport, den es gibt. Natürlich, auf jeden Fall. Aber dafür bist du geboren eigentlich. Curling? Habe ich ehrlich gesagt noch nie konsumiert. Curling hat für mich fast den gleichen Entspannungswert wie Snooker. Okay. Anders. Snooker finde ich aufregender. Aber beides ist so eine Sportart, die... Moment. Curling ist so eine Sportart, die, ja, wie soll ich sagen, die gleiche Ruhe ausstrahlt. Ja. Ich finde sie auch nicht ganz so spannend wie Snooker, was aber einfach daran liegt, dass ich, glaube ich, die Spieler nicht kenne. Okay. Genau, aber ja, kann man durchaus mal gucken, also. Und schon mal selber gespielt? Nein, noch nicht. Mein persönlicher zum Angucken Lieblingssport ist ja Baseball. Ist ja auch der Sport für alle Schlaflosen. Also nichts Besseres. Weil du guckst es an, schläfst irgendwann ein, wachst nach 4 Stunden wieder auf und das Spiel läuft immer noch.
und es ist nichts passiert. Okay. Und dann guckst du dir am nächsten Morgen irgendwie diese Viertelstunde Highlights an und hast alles gesehen, was du sehen musstest. Das ist so, also Baseball ist ein fantastischer Sport. Ha. Wo du gerade sagtest Baseball, ich habe heute eine, ich guck gerade, ob ich diese Meldung, ja, hier. In Landau, das müsste in der Pfalz sein unten, habe ich heute gelesen, hat ein Mann einen Polizeieinsatz verursacht. Mhm. Die Konstellation ist geil. Mann besucht Ex-Freundin, neuer Freund kommt nach Hause, also versteckt er sich im Schrank, wie es sich gehört. Bekommt aber Schiss vor dem neuen Freund und ruft die Polizei, damit sie ihn rettet. Okay. Ja. Nutzt dann wohl einen unbeobachteten Moment, um aus der Wohnung zu flüchten. Polizei kommt. Neuer Freund fällt aus allen Wolken. Hm. Fand ich eine ganz spannende, Zwischenfrage. Also es steht wahrscheinlich nicht dabei, aber wusste die Freundin, dass der sich im Schrank versteckt hat? Ich meine ja. Okay, spannend. Ja, allem Anschein nach ja. Und die zweite Meldung, die ich sehr geil fand, ich glaube auf der A61 oder irgendwo Autobahn Rheinland-Pfalz, ich weiß nicht mehr, ob es A6, A61, irgend sowas, hat ein LKW-Fahrer auf dem Beschleunigungsstreifen einen Nothalt gemacht und die Polizei gerufen, weil er von einem Tier attackiert wurde und eine blutende Wunde am Kopf hat. Die Polizei kam und sah, ja, der hat eine Wunde, aber ist klein, muss nicht unbedingt ärztlich versorgt werden. Bis er den Beamten wohl sagte, ja, ich wurde gerade von einer Fledermaus angegriffen, die ist irgendwo in meinem Truck, ich finde die nicht. Oh, okay, ja, dann würde ich tatsächlich aber auch... Scheinbar hat die Fledermaus flog wohl durchs geöffnete Fenster nachts rein. Während er am Fahren war, ja, klar. Wurde aggressiv, weil er wedelte, biss ihm in den Kopf und versteckte sich im LKW. Ich tippe mal im Nachhinein schon drauf, dass er sich noch irgendwo eine Tollwutimpfung hat abholen dürfen. Ja, also ich bin ja tatsächlich auch nicht paranoid, aber das würde selbst ich machen. Ja. Alter. Mhm. Ja, ach. Das fand ich eine schöne Meldung. Fast schon Sunday Morning wert. Ja, stimmt. Bei Landau muss ich natürlich an die fetten Kinder von Landau denken. Harald Schmidt? Nee. Oder hau ich das jetzt durch? Da bin ich, lass mich dieses YouTube befragen. Harald Schmidt, die dicken Kinder von Landau, Teil 1. Ja, genau. Okay. Oh Gott, war der mal jung. Okay, muss ich mir nachher mal anschauen. Harald Schmidt schon von 96? Ja. Es war auch nie gut, aber es ist sofort in meinem Hirn angesprungen. Okay. Ja, ich bin gespannt. Aber die Harald Schmidt Robin Hood Variante kennst du natürlich, oder? Ja. Weil die ist ja aus derselben Zeit ungefähr. Auch nicht damals gesehen, aber später irgendwann mal, ja. Ja, da war ich noch ein bisschen zu jung, als das. Als hast du bist älter als ich. Ja, war ich 11. Ja. Und? War ich noch brav und unschuldig. Na gut. Überleg mal, da war ich 11. Da habe ich erst vor 7 Jahren gelernt, dass man nicht stirbt, wenn man sich schmutzig macht. Kannst du dir vorstellen, womit ich beschäftigt war? Ach. Richtig, mich mit Steinen zu beschäftigen, weil Steine sind Freunde. Genau.
Ja. Ui. So, jetzt haben wir den Tee auch leer getrunken für heute. Ja, ansonsten hatten wir ja dieser Tage sehr viel Spaß mit Wetter. Okay. Naja, ich habe so nur zeitweise aufs Radar geguckt und mir gedacht, hoppla. Ja, ungefähr so. Also, wir haben mehrere Regenfässer daheim. Mhm. Und die sind eigentlich schon so geplant, dass die echt viel fassen. Mhm. Und die waren auch bis letzte Woche komplett leer. Mhm. Sie waren ungefähr am anderthalben Tag voll. Mhm. Und wenn die Regenfässer halt überlaufen, steht auch bei uns der Hof noch deutlich unter Wasser. Ja. Am Bach war es noch nicht spannend, aber ich glaube, hätte es noch in dem Maßstab weiter geregnet, wäre es auch interessant geworden. Ja, was ich jetzt krass fand, wir haben donnerstags schon die Warnung für Slowenien und den angrenzenden Balkanbereich rausgegeben. Die hat es wohl ganz schön übel erwischt da unten. Ja, hat es böse gehaust. Ja. Also. Und auch Österreich. Also ich habe ja. Ja, genau. Die ist ja relativ nah an der Grenze dort in der Ecke. Die ist zwar relativ weit oben, also da kann selber nichts passieren, aber da haben auch die Bauern schon Abflussrinnen in den Berg gegraben, damit. Ja. Ja. Also es ist. Da oben muss es wohl ganz böse sein. Ja. Das sah nicht schön aus. Ja, und andersrum fand ich es ganz. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das Wort amüsant das Richtige dafür ist. Dass der Bayerische Rundfunk heute sowas schrieb wie hier und da irgendwo im Freistaat hat es einen Tornado gegeben. Aber ohne abzuwarten, ob es wirklich einer ist. Ich meine, wir brauchen ein bisschen, um definitiv zu sagen, ja, das war einer. Mhm. Da müssen halt ein paar Meteorologen drauf gucken und Daten auswerten. Aber sie machen das einfach daran fest, dass sie es fotografiert haben. Ah. Was ist denn das Definitionsmerkmal eines Tornados? Zum einen hast du ein relativ spezifisches Druckbild mit Hochdruck und Tiefdruck. Okay. Nagel mich nicht drauf fest. Ich glaube, außenrum echt viel Tiefdruck, in der Mitte relativ viel Hochdruck. Du hast diesen relativ typischen Schlauch, der zum Boden reicht. Ja. Du hast er auf jeden Fall. Bitte? Er muss auch aufsitzen. Du siehst es nicht immer, nein. Mhm. Soweit ich weiß zumindest. Okay. Klar, bei diesen richtig ausgewachsenen USA-Tornados, das sind halt so groß. Ja. Von der Ausdehnung her einfach, da kommt das Ding bis auf den Boden auf jeden Fall. Die Drehbewegung ist halt elementar wichtig. Mhm. Ohne diese Scherung hast du keinen Wirbelsturm, wie der Name schon sagt. Ja. Und da sind halt so ein paar Punkte, die zusammenkommen müssen, damit es nicht nur eine Windhose, sondern wirklich ein Wirbelsturm ist. Und ja, hey, BR24 sagt, das war eine, weil wir es so fotografiert haben. Okay. Mhm. Ja, ansonsten haben wir wieder festgestellt, wir sind genau in der Linie zwischen zwei Gewittern, immer. Mhm. Also es gibt hier zwei Gewitter und die kommen dann auch 5-6 Mal wieder. Mhm. Aber es ist selten. Meistens waren die zwei Gewitterzellen genau quer an uns vorbei. Das ist sehr gut. Ja, ich brauchte meine Gewitterhose nicht. Das war sehr praktisch. Ja. Nein, meine Tomaten werden jetzt langsam rot. Haben auch schon die ersten geerntet, aber die ersten großen Tomaten werden jetzt auch rot. Sehr gut. Ich habe eine, die ist so. Okay. Also vier, genau genommen. Das sind aber auch die einzigen vier Tomaten, die an dieser Pflanze dran sind. Ja. Für mehr gar nicht die Kraft, aber Jonas Gurken sind auch nicht schau, die sind ungefähr so dick wie meine Faust. Okay. Ist für eine Gurke auch sehr spannend. Ja. Aber die machen auch ihr Zeug, also ja. Sehr schön. Ja, und die schwarzen Tomaten sind schwarz und die rot-gelben, orangenen Tomaten sind mittlerweile gelb. Ich warte jetzt nur drauf, dass es so rote Maserungen bekommt. Ja. Und dann
denke ich, können wir eigentlich dieses Jahr ganz zufrieden sein. Sehr schön. Unsere Bohnenernte wird sehr spärlich sein. Es ist genau eine Bohne übrig geblieben. Also eine Pflanze. Ja. Alle anderen sind eines mysteriösen Todes gestorben, genauso wie meine Rettiche. Ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, aber die Limassan macht gut, oder? Ausgezeichnet. Und wir haben auch schon die ersten Chilis geerntet. Das waren auch Geschwister, die waren schon gekauft. Okay. Also die Pflanze war gekauft, das war keine selber gezogene. Ja, wobei ich mir den Stress mit selber aus Samen ziehen nicht mehr machen würde. Ich mach's halt aus Langeweile, weil ich mach's halt gern. Ja. Gärtner ist übrigens auch noch sowas, was sehr anstrengend ist. Stimmt, absolut. Mir ist es einfach. Bei mir ist die Erfolgsquote zu gering für aus Samen zu ziehen. Da gehe ich lieber mal einen Nachmittag in eine gut sortierte Gärtnerei und decke mich ein. Ja, das stimmt. Aber. Nee, auf jeden Fall. Da muss nächstes Jahr auch hier wieder mehr geschehen. Andererseits habe ich jetzt ja eine Dame hier wohnen, die den Balkon für andere Dinge außer als Pfandlager und Pflanzenherberge nutzen will. Was ja irgendwo auch nachvollziehbar ist, andererseits. Aber gut, das heißt für mich halt, ich muss in die Höhe bauen. Richtig. Geht ja auch. Naja, ich sag mal so, ich bin jetzt beim China-Laden meines Vertrauens ein wenig eskaliert. Mhm. Hab mir jetzt diverse Pflanzsäcke und Hänge Dingsies und es wird nächstes Jahr spannend. Wenn das so klappt, wie ich mir das denke, wird es interessant. Okay. Und wehe, die scheiß Viecher fressen mir wieder meine Ernte ab. Dann wär ich zu sau. Ja. Nein, aber Jonas freut sich über seine Gurken. Das ist wirklich. Prima. Ach ja. Ich meine, er hat auch wirklich genug Arbeit in den Garten reingesteckt. Ne? Mm. Und über das Geld reden wir auch nicht. Ja. Tja. Ich bin ganz froh. Ich habe jetzt. Das hat ja auch soweit alles überlebt. Alle Pflanzen konnten hier unterkommen. Ich musste nichts irgendwie abgeben. Mein Dschungel wächst kontinuierlich. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Ich habe jetzt hier ein neues Regal. Mhm. Warte, ich probiere mal was aus, ob ich das hinbekomme. Wir sind doch hier. Wir sind doch so smart. Wir können doch bestimmt hier. Dieses Regal da hinten ist einfach voll mit Pflanzen. Voll gut. Und halt hier so Hängekram, ne? Genau, Hängekram und Grünlilien. Das finde ich wohl gut. So, dass es, wenn das klappen sollte, wie ich das wollte, würde ich das Prinzip quasi für an dieses Fenster, was man nicht sieht, weil das Bild da aufhört, quasi fortführen, dass die gesamte Fensterfront mit Pflanzen zuhängt. Ja. Dann spare ich mir die Gardinen. Das stimmt. Weil Pflanzen habe ich, Gardinen nicht. Und Gardinen muss man waschen, Pflanzen nicht. Richtig. Pflanzen sind quasi nachwachsende Gardinen. Genau. Was sehr praktisch ist. Naja, ansonsten habe ich ja den Hals-Maul-Wurf fertig gehäkelt. Ja. Ich bin dann, nachdem der dieses Konzept tatsächlich sich als gängig bewiesen hat, wieder in einem winzigen Anflug von Wahnsinn nachts, wie es halt ist. Wie es sich gehört, ja. Ein bisschen eskaliert. Geometrie ist ja unser Freund. Natürlich. Sehr cool. Es ist die Hölle. Ja. Es ist die Hölle in bunt. Aber es sieht halt echt gut aus, ne? Es sieht halt echt gut aus, aber es ist die Hölle. Achso, wir sind ein Audioformat. Eine vom Prinzip her schwarze Decke mit ineinander verschachtelten Vierecken. Genau. In verschiedenen Formen. Mhm. Und das Problem ist halt, jedes dieser Kästchen, sag ich mal, was ein Farbpixel darstellt, ist halt 2x2 Maschen groß. Dementsprechend muss man halt auch
dementsprechend oft die Farbe wechseln. Ja, ja. Ja. Von der Rückseite sieht es einfach aus wie ein Korallenriff. Das ist wundervoll. Hm. Jetzt weiß ich, wo mein Denkfehler lag. Ich habe den Rest Apfel, den ich hier gerade am Abnagen bin, auf ein Whiteboard gelegt. Ah. Und wunderte mich, warum er nach Whiteboard-Marker schmeckt. Was mich natürlich nicht abhält, den weiter zu essen, weil es ist ja wasserlöslich. Und mehr Chemie kann nur gut für die Verdauung sein. Was soll schon schief gehen? Tee. Apropos Tee. Ich bin über einen sehr lustig schmeckenden Tee gestolpert. Mhm. Aprikose-Honig. Okay. Ich mag ja keinen Früchtetee, der sauer ist. Mhm. Weil die meisten Früchtetees, die sauer sind, haben irgendeine komische Säure, die ähnlich wie Rotwein bei mir eine sehr pelzige Zunge machen. Und der ist überhaupt nicht sauer. Es ist sehr gut. Cool. Mhm. Mhm. Und schmeckt nicht penetrant nach diesem künstlichen Honigaroma. Mhm. Also unterm Strich zufrieden. Das gezeichnet. Ja, bei mir kann ja Tee nicht sauer genug sein. Mhm. Ich mache da ja einen Beutel Tee rein und ungefähr eine halbe Flasche Zitrone. Okay. Und ungefähr 4 Stück Zucker, weil... Wo Säure immer Zucker? Ja, das hat Schubeck uns schon gelehrt, ja. Genau. Und wir bleiben ja auch nur wegen des Zuckers in Bewegung, wenn wir ehrlich sind. Wiederhole, das die Uhr hat sich immer richtig genannt. Das ist bei mir irgendwie auch richtig. Ich muss mich auch bewegen wegen dem Zucker. Ach, nee, also es gibt zwei Dinge, die bei mir in der Ernährung nie wegbrechen dürfen. Das ist, also es darf nie losgehen mit salzarmer Ernährung, dann bin ich absolut am Arsch. Mhm. Und so Zuckerweglass-Diät darf bei mir auch nie passieren. Dann habe ich auch ein Problem. Weil ich glaube, dann ist mein Energiehaushalt nicht mehr vorhanden. Naja, ich meine, der Ruhepuls von 120 muss von irgendwas gespeist werden, ne? Ja, nun. Halt, ja. Und man kann ja auch nicht den ganzen Tag Nacho-Käse-Nudeln fressen. Ja, richtig, wegen den Nudeln. Naja, ich hätte jetzt gesagt, weil ich nicht den ganzen Tag jemanden habe, der immer nur den Nachschub kocht, aber... Ach so. Na gut, wenn du einmal einen großen Eimer kochst und sagst, hier, ist dein Trog. Ja, nee, das ist schon eine Frage des Qualitätsanspruchs. Das muss schon frisch sein. Hm. Ach, ach, ach. Dann hatten wir am Wochenende einen ganz fantastischen Kataraki-Auflauf. Das waren diese Reisnudeln, also diese reiskornförmigen Nudeln, ja. Genau, genau. Hackfleisch und sehr viel Knoblauch und verhältnismäßig wenig Chili, die aber erstaunlich gut gewirkt hat. Ja. Das war nett, das war wirklich gut. Und Feta drin und Zeug, also ja. Sehr gut. Und wenn irgendjemand fragt, nein, ich wundere mich bei meiner Ernährung nicht, dass ich fett werde. Wie du vielleicht gesehen hast, hatte ich auch Spaß mit Chili. Mhm. Ich habe Gewürze sortiert. Ja. Das war lustig, weil die Dame hat halt ihren gesamten Gewürzschrank mitgebracht. Ich hatte sowieso einen vollen Gewürzschrank. Und dann war ja noch Potstock, wo ich kurz vorher meinem Gewürzhändler gesagt habe, du, schmeiß bitte mal. Und dann eine lange Liste entgegengeworfen. Mhm. Ja, wir haben jetzt zwei Gewürzschubladen. Eine davon mit den noch original verpackten Sachen. Eine mit den angebrochenen. Und ich habe auch einen sehr interessanten Chili-Blend hergestellt. Okay. Aus quasi allen Resten, die ich noch gefunden habe, in so Tütchen. Das ist deine Version von Todessehnsucht. Quasi, genau. Es ist halt nichts anderes drin außer Chili, aber in x verschiedenen Varianten. Unter anderem die ewigen Reste von dem Päckchen Bird Eye. Mhm. Einige Löffel Scotch Bonnet. Mhm. Und
unidentifizierbarer Kram aus Eigenzucht. Ja. Hui, 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 hui. Könnte auch noch Reste von deinen Putiolokia gewesen sein? Möglich. Ich glaube, ich habe dir irgendwann mal ein Beutel Putiolokia geschickt. Hattest du. Alles ist möglich. Naja, ich sag mal, wir haben ja die Gewürzproblematik gleich anders gelöst. Mhm. Weil auch ich hatte einen voll ausgestatteten Gewürzschrank. Mhm. Jonas kam dann gleich mit 2 voll ausgestatteten Gewürzregalen. Ja. Wir haben nur den großen Vorteil, wir können ja in die Höhe bauen, weil ich ja eh nicht in die Höhe kann. Ja. Das heißt, Jonas hat jetzt ein Gewürzband. Mhm. Damit war diese Aussortiererei gleich ein gelöstes Problem. Sehr gut. Ja, die, ich sag mal, einheitlich uniforme Präsentation der getrockneten Pflanzen, da müssen wir noch dran arbeiten. Mhm. Ich hätte auch gerne ein Dingsi, wo ich nicht immer erst Schubladen durchwühlen muss und hoffen, dass ich gerade in den richtigen Beutel greife. Ich schlug ihr auch einfach vor, in altbewährter Jonas-Manier, komm, wir bestellen bei hausschlachtebedarf.de. Mhm. Aber sie findet die Dosen nicht so gut. Okay. Die hätte gern was aus Glas, damit man sieht, wie viel noch drin ist und was drin ist, weil es hübscher aussieht und man es farblich sortieren kann. Die Dame sortiert gerne Dinge farblich, das mag ich. Sie hat ihr Bücherregal farblich sortiert, das sieht sehr cool aus. Mhm. Findet zwar wahrscheinlich nichts mehr, aber es sieht sehr lustig aus. Okay, Worauf wollte ich eigentlich hinaus? Habe ich erwähnt, dass ich Potstock-Kochen sehr gemocht habe? Nein, aber ich bin sehr dafür. Ich habe ja Asia-Pfanne gemacht. Mhm. Und es ist einfach ein sehr schönes Gefühl, wenn du Öl in die Pfanne tust und merkst, ja, 2,5 Liter sollten reichen. Und Sojasauce reintust und nach dem 3. Liter merkst, ja, das könnte jetzt genug sein. Und einfach das Curry tütenweise drüber kippst. Ja, im großen Waschbecken ist sehr nett. Ja, gefällt mir sehr. Ich habe Ihnen da in den Chat einen Link geworfen. Mhm, mhm. Da habe ich zum Beispiel meine Milchkännchen gekauft. Okay. Da könntet ihr eventuell ab einer gewissen Stückzahl mit Gewürzgläsern auch glücklich werden. Mhm, mhm. Vielen Dank. Ich habe Handpuppen gelesen, aber es steht Handtuchpapier da. Ich bin beruhigt. Mir gefällt das Sortiment. Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Toilettenpapier, Besen und so weiter. Sehe ich alles noch ein? Hochdruckreiniger, Staubsauger, Reinigungsgeräte, Bürobedarf, Schreibwaren. Okay. Oh Gott. Mhm. Oh Gott. Edelstahlmöbel. Oh, ja, wir sind glücklich. Ach so, wenn ich 72 Schüsseln bestelle, kosten sie 3 Euro pro Stück. Das geht genau. Doch. Was? Was? Okay. Muss 10 Stück davon nehmen? Okay. So sei er ruhig und nehme mein Geld. Das hättest du mir nie zeigen dürfen. Ich weiß, ich weiß. Ich mach das jetzt mal zu. Oh, Messer. Ich mach das jetzt mal gleich. Vielleicht.
Oh, Edelstahlmöbel. Nein, aus. So. Ach, ach, ach. Ja, ach. Nein, aber der ist tatsächlich gar nicht mal so scheiße da dran. Also. Mhm. Und wie gesagt, man kriegt es halt tatsächlich zu vernünftigen Preisen, wenn man größere Stückzahlen. Oh, oh. Hast du mitbekommen, dass wir, nennen wir das Kind ruhig beim Namen, aufgrund einer Schnapslaune ein neues Projekt getan haben? Nein. Und jetzt dieser Account existiert auf Mastodon. Oh. Das ist quasi das Gegenprojekt zum Blathering. Nein, das sind die Blathering Ultra. Ah, ich verstehe. Finde ich gut. Eventuell kommen morgen 100 Aufkleber. Aha. Und in wenigen Tagen T-Shirts. Okay. Die URL ist auch registriert. Ja, ach. Wir grüßen an dieser Stelle den Ole und den Tobi. Hallo Ole, hallo Tobi. Ja. Manchmal geraten Dinge einfach außer Kontrolle. Mhm. Das würden wir doch niemals tun. Eskalieren liegt doch überhaupt nicht in unserer Natur. Nein. Ja, ich habe letztens gelernt, wie man Kniffel spielt. Und dabei habe ich festgestellt, dass ich hier überhaupt keine Würfelkultur habe. Also, ist bei euch Würfelspieler, ist das ein Ding? Ja. Bei uns so gar nicht. Also okay. Bei uns, wir sind Kartenspielland. Mhm. Wir haben halt in der Schule Skat gespielt und Offizierskat und so Quatsch. Rommi. Aber Würfelspiele, ich kenne keinen Menschen, der hier jemals Würfelspiele gespielt hat. Okay. Also Kartenspiele auch häufig, ja. Aber bei uns hast du in jeder Kneipe Würfel und ein Würfelbrett. Hm. Nee, das war mir... Aber es war ein sehr lustiges Konzept. Und wir haben auch schon beschlossen, wir machen demnächst eine Kniffel-Remote-Runde. Mhm. Ich habe gesehen, euer Besuch hat jetzt hier auch ein... Ja. Genau, deswegen hat sie diesen. Sehr gut. Genau. Das finde ich gut. Ach ja. Ansonsten möchte ich noch diese wundervolle Erfindung der Menschheit bewerben. Ich habe eine Häkeltasche. Und sie ist die beste Erfindung der Welt, weil man hat ganz viel Platz für Wolle in dieser Tasche. Mhm. Dann hat man ein herausklappbares, transparentes Fenster, aus dem man halt sieht, welche Wolle da so drin ist. Kann in das transparente Fenster, wenn man will, zum Beispiel seine Anleitung mit reinlegen. Ja. Hat die deswegen nicht immer rumfliegen, sondern sie liegt da windgeschützt. Und das Beste daran ist, am Rand dieser Tasche sind so kleine Ösen. Ah. Du kannst quasi den Faden von innen nach außen durch diese Öse basteln. Ja, ja. Wenn du dann so ein Wahnsinnsprojekt machst wie ich, mit 300 Farbwechseln, hast du nicht mehr das Problem, dass sich die Wollgarnknäule ineinander vertüdeln, weil sie eben durch diese Führung eine hervorragende Erfindung. Ich bin begeistert. Ja, ja. Gefällt mir. Also für Menschen, die Dinge mit Wolle tun, kann ich empfehlen. Im ersten Moment dachte ich, das ist doch so eine Tasche für so eine asiatische Katze. Da sehe ich doch direkt irgendwie eine japanische Frau mit ihrer Katze durch Tokio schlendern. Okay. Aber... Also, ich sag mal so, ich würde reinpassen, aber... Ja, das bestätigt nur meine These. Das Problem ist, Katzen in Taschen. Denken per se, es geht zum Onkel Tierarzt. Das ist nicht gut. Das stimmt. Das stimmt. Letztens ist mir Jonas mit dem Einkaufskorb hinterhergerannt. Also mit so einem Klappkorb. Ich bin auch faubend die ganze Zeit weggelaufen, weil ich dachte, ich muss jetzt gepiekt werden.
will nicht gepiekt werden. Dafür gibt's doch Blasrohre. Ja, ach, nun. Ach, ach, ach. Nein, ich habe mich in meinem Leben etwas zu oft in zu große Zeitungsstände eingesperrt. Das ist alles. Nein. Nein, nein. Kennst du das Video von der Katze in diesem Greif-Spielautomat-Dingsi? Nein. Aber Katze in Gegenständen. Guck, ob ich den Zeitungsartikel noch finde von heute früh. Fünfter, achter, nein, da, siebter, achter, das sieht gut aus. Ich schmeiß dir mal kurz einen Link in den Chat. Hab ein bisschen ohren müssen. Also nicht wundern, das ist einfach ein Newsticker, die Vorschau ist nicht das, was du kriegst. Ja. Ja, Katze hat sich in einem Fenster verklemmt. Zwischen Rollladen und Fenster. Deswegen hat es einen automatischen Alarm ausgelöst und die Polizei kam mit dem Hintergedanken, es gab einen Einbruch. Aber wenn du die Bilder weiter durchdingst... Ja. Ich fand es ja schon mal lustig, da der Halter der Katze unbekannt war, nahmen die Beamten sie in einem Käfig mit auf die Polizeistation. Sie sei ja rein formell ohne festen Wohnsitz. Aber das dritte Bild und das vierte Bild gefallen mir eigentlich am besten. Ja. Die haben der Katze die Gewahrsamszelle zurechtgemacht, damit sie es warm und weich hat. Ja. Das fand ich putzig. Nein, ich musste über diese Katze in diesem Greifarmautomaten so lachen, weil erst war sie schrecklich empört, dass sie aus ihrem Nickerchen gerissen wurde. Mhm. Und dann hast du genau den Moment gesehen, als der U-Bommel-Reflex eingesetzt hat. Großartig. Aber ich muss nachher mal gucken, ob ich das Ding noch finde. Ja. Ja, nun. Ja, gut. Wollen wir vielleicht an dieser Stelle die Aufnahme auch beenden und mit Katzenbabys wieder aus der Folge verschwinden. Genau. Ein fröhliches Miau euch allen. Gute Nacht.